Jetzt geht's los. Willkommen zurück zu Skyrim Wars Folge 3 von meiner Sicht. Ich habe jetzt mal eine Mod noch runtergeladen, und zwar, dass sie hier 99 Schriftron hat fürs Smithing. Und dann kann man hier all möglichen Scheiß schmieden, selbst Rüstungen, die einzigartig sind. Also, damit das in Folge 5 ein bisschen mehr Sinn hat, wenn man Eisenbarren hat und so. Gut, ich brauche mal mein Zeug. Nee, brauche ich nicht. Ich habe ja mein Zeug. Ja, ich habe alles, was ich brauche. Hier und... Hier? Ja, doch. Ich habe auch schon mein Level abgemacht, um zu gucken, wie das funktioniert. Also nicht wundern. So, und ich glaube, ich werde für die nächste Staffel was ändern. Das ist mir jetzt schon, das geht mir jetzt schon mal auf den Sack, tatsächlich. Ah, nee, ich habe noch nicht gelevelt. Stimmt, ich habe ja nicht gespeichert gehabt. Ah, ist ja umso besser. Dann kommt das, dann geht das ein bisschen von der Zeit weg. Und zwar werde ich es dann so machen in der zweiten Staffel, dass man nicht nur zwei Orte aktualisieren soll, wollte ich schon sagen, entdecken soll. Sondern mehr, weil es gab in der letzten Folge das Problem, dass zwei Orte an der gleichen Stelle waren und ich schon einen Ort hatte. Und ich konnte keinen der beiden Orte halt entdecken, sonst hätte ich verkackt. Und das will ich halt ein bisschen damit dann entschärfen. Aber die Staffel wird das jetzt erstmal noch so laufen, weil sonst ist es unfair. So, das Smithing ist jetzt auch auf Smithing umgestellt. Und ihr seht das ja hier. Hier kann man dann alles Mögliche machen. Man muss es nicht mal leveln, man hat halt dann die Schriftrollen und die kosten auch Geld. Von daher ist es nicht wirklich cheaten. Und ich finde, das braucht man halt in Folge 5, um sich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Besseren Loot zu haben. So. Oder besseres Gear, besser gesagt. Mit Loot hat das ja nichts mehr dann zu tun. Ich werde jetzt erstmal... hier war das, genau. Ah ja, genau. So, diese Waffe hier kann man zum Beispiel auch... das ist eine Waffe tatsächlich. Das ist eine detrische Waffe, die kann man dann auch schmieden. Obwohl das eigentlich nicht machbar ist, aber durch den Mod ist das machbar. Ich glaube, man kann sogar dann den Wubberjug noch irgendwann craften. Den haben wir halt sogar schon im Let's Play. Gut. So, und zwar das hier. Diese zwei Orte. Die sehen zwar aus, als wenn die voll weit voneinander entfernt sind, aber ich habe Angst, dass wenn ich den hier entdecke, den gleich mit entdecke. Und jetzt habe ich einfach... Ja, jetzt werde ich es wohl tun müssen. Aber bisher geht's noch. Aber trotzdem hat man immer so ein bisschen Schiss. Ist ja wohl klar. Machst du ganz toll. Ne, die können auch echt nichts. Jay ist in der Folge wieder da. Ist gerade im... Komm. So. Ah, fuck, eine Meistertruhe. Na gut, mit einer Meistertruhe habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist ein bisschen dämlich, weil ich habe keine Dietriche. Vielleicht hat... Vielleicht haben wir die ein paar Dietriche hier. Obwohl, Skelette haben eigentlich... Hallo, ich will... Dankeschön. Wow, hätte ich mir denken können. Ja, die haben alle bestimmt keine Dietriche. Ja gut, mal gucken, wie viele ich habe. Du besitzt keine. Nein, ich habe die in der Truhe. Och, nö, ey. Ich hätte in der Truhe Dietriche. Wow. Ja, in der Truhe, wa? Ja. Ja, glaube ich auch, dass hier Dietriche drin sind. Ich hoffe mal, mein Mikro ist an. Ja, ist alles an, gut. So, und guck mal, ich hätte das gar nicht entdecken können. Also gar nicht entdecken... Ja. Wow. Wer soll denn darauf kommen, ey? Ich hatte einfach Angst, dass die Season für mich dann schon vorbei ist in der zweiten Folge. Deswegen habe ich sie aber mal gelassen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Sterben darf man an sich eigentlich auch nicht in der Vorbereitungsrunde, aber als Novize, da kann man schon fast gar nicht sterben. So, das sind jetzt hier die zwei Orte, die ich jetzt entdecke. Ich weiß, dass das Staubmannsgrab kein guter Dungeon ist, weil, der für die eine Gilde ist. Für die Gefährten. Und da gibt es eigentlich nicht wirklich viel, weil ihr nicht weiterkommt. Aber ich habe so die Hoffnung, dass hier ein paar Dietriche sein könnten. Oder ein bisschen was anderes hier. Oh Gott, ja, wie zum Beispiel das jetzt hier. Draugre. Und tschüss. Draugre. Und tschüss. Immerhin level ich auch ein bisschen, das ist auch ein Vorteil. Zack und... Boah. So, ein bisschen Geld. Ein bisschen Geld. Geld, 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 so. Oh, ist eine Truhe. Oh, hat sich das vielleicht... Fick dich. Ah, hier ist ein Dietrich gewesen. Ich hab's gerade gesehen. Da. Einer ist da. Damit könnte ich die Novizen-Truhe öffnen. Okay, ja, war easy. Die habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nicht. Gold, Silberbarren, winziger Seenstein. Gut. Nee, kein Dietrich leider, ja. Ich kann natürlich mit den einen Dietrich versuchen jetzt, ne? Aber nee, ich hole mir jetzt den Rest lieber, weil mehr kann ich eh nicht entdecken. Und ich habe so das Gefühl, dass in der Master-Truhe,
durch die Mods richtig geiler Scheiß drin sein kann, den ich entweder verticke oder anziehen werde. Eine orkische Rüstung wäre auch eigentlich mal ganz geil. Die hatte ich in der Probe, im Probelauf damals, als ich mal die Mods ausprobiert habe, habe ich eine orkische Rüstung einfach mal gefunden. Also ein Oberteil halt. Und jetzt nicht. Finde ich ein bisschen doof. Aber dafür habe ich ja noch meine Knochenpanzerrüstung. Stimmt. Die habe ich ja in der letzten Folge gefunden. Die kann ich eigentlich auch mal anziehen, damit ich die nicht mal weglegen muss. Sieht doch ganz gut aus, finde ich ja. Hier ist das Schild. Da. Zack. So, wo sind meine Dietriche? Da. 15, also insgesamt 16 durften eigentlich reichen. So. Ah, ich bin jetzt Vorsichtig. komplett Knochenpanzergier. Tatsächlich. Knochenpanzer ist eigentlich ziemlich geil, aber es ist schon Aber es ist auch verdammt schwer, ist das Problem. ja, theoretisch kommt es zu spät. Ja, es kommt, also Knochenpanzer kommt erst im Dragonborn DLC vor. Deswegen ist das hier quasi, also quasi ein Spoiler. Eigentlich ist das Spiel ja schon so lange alt, da darf man ruhig mal was spoilern. Nee, juckt's auch nicht, nee. Deswegen, es gibt auch Weihnachtsbekleidung, habe ich hier gesehen, was man spielen kann, warum auch immer. Vielleicht gab es mal hier zu irgendeinem DLC. Und die Ausdauer, wie die runterrast, ist der Wahnsinn. Also, wir sollten nicht nochmal in so ein. Hier war das, ne? Nee, Staubmannsgrab war es gar nicht, das war hier. Warum steht da abgeschlossen? Ich habe die Tür nicht mal geöffnet, ey. Das ist für mich kein abgeschlossen. Also doch, es ist abgeschlossen, wenn die Tür zu ist, aber. Ja, ich weiß, der war schlecht. Der war richtig übel. Gut, läuft alles noch. So. Schade, dass man hier keine Gräber schänden kann wie in Fallout. Naja, da wäre ein bisschen mehr Loot, ne? Ja. Aber ich habe schon mal die Richtung gefunden, das ist gut. Scheiße, das war ein bisschen zu weit unten. Alter. Komm. Das Shit ist real, ey. Wenn das meine Frau schafft, schaffe ich das auch. Das. Ich muss das schaffen. Meister ist einfach Zerstörung, ey. Da hast du einfach null Chancen. Scheiße. Nee, legendäre gibt's nicht. Das wär ja noch härter, ey. Ja, legendäre Schlösser, hier hast du. Muss so feinfühlig mit dem Stick umgehen beim Meisterschlössern. Ich hab Angst, ey, ne? Ja! Boah! Nice! Scheiße. Orkische Pfeile sind schon mal sehr gut. Steigert die Frostresistenz. Das ist schon mal richtig sexuell, die Truhe. Die ist re. Ein Zauberbuch. Okay, der ist leider kacke, aber ein bisschen Geld, ne? Orkischer Boden. Oh, Frostresistenz mal wieder. Pelzstiefel. Untote. Ja, gut. Diadem. Illusionszauber. Ja. Ja. Es ging. Das Geilste war tatsächlich das Erz, was dabei war. Bei Golderz habe ich schon gesehen. Habe ich mich ein bisschen gespoilert. Da kann man gute Rüstung mit herstellen, tatsächlich. Ja, könnte man ja. So, wir werden jetzt schon mal so ungefähr in eine Richtung einschlagen, damit wir mal was entdecken. Am besten wäre natürlich wieder eine Höhle, so wie hier, ne? Aber ich weiß halt nicht, wo. Also ich gehe, glaube ich, mal erstmal hier lang. Die Ladezeit nehme ich in Kauf. Ist ja nicht wirklich lang. Siehst du? Ist halt so typische PC-Ladezeit eigentlich. Naja, klar, deswegen, ja. So, ich hoffe mal, dass wir so ungefähr was finden. Damit wir schon mal wissen, da können wir dann hin. Na, das ist eine Höhle, ist schon mal gut. Also da ist was. Am besten, wo schon zwei Sachen so in derselben Nähe wären. Die Folgen werden auch immer kürzer, habe ich das Gefühl. Die letzte ging jetzt 14:30 ungefähr. Ah, da ist ein Dungeon. Ein Dungeon ist natürlich noch geiler, wie in den ganzen Truhen, wa? Als eine Höhle. Aber ein Dungeon, da muss man dann zurücklaufen, damit man alles safen kann. Ist natürlich auch nicht schlimm, wenn man nichts findet, dass man nicht da bleibt. Das Zeug, was man gesaved hat, ist gesaved.
Wenn man jetzt nichts findet und man sich denkt, ach komm, scheiß drauf, ich muss das nicht safen, dann kann man auch da bleiben, dann ist das auch ein Vorteil. Also man muss ein bisschen nachdenken, wenn man natürlich was richtig Geiles findet, sowas wie, boah, keine Ahnung, allein schon geile Zauber sind schon ziemlich. Vulkanglaspfeile oder Daedra-Pfeile, dann hat man für legendär auf jeden Fall, glaube ich, schon mal 100 Punkte sicher. Das ist so gut gerüstet. Da ist man echt schon gut gerüstet, ja. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt dann. Ich hätte den einen Dungeon nicht entdecken sollen, ehrlich gesagt. Oh, ich dachte gerade, ey. Also da oben ist der. Wie kommt man denn da überhaupt hin? Alter, ich will das jetzt nicht entdecken, wa? Ich hab ein bisschen Schiss jetzt davor. Sonst ist alles bei mir im Arsch. Dann kannst du gleich anfangen, aufzunehmen. Aber theoretischerweise fängst du auch gleich an, weil die drei Folgen für meine Woche sind schon durch. Du musst vorproduzieren, ja. Ein bisschen, ja. Also hier. Ah, den Dungeon hatten wir sogar schon mal im Let's Play. Stimmt. Den kenne ich sogar noch. Da gibt es schon außen sehr gute Truhen. Also den merke ich mir. Dann gehe ich mal zurück und save das. Weil wir haben Erze gefunden und die sind verdammt wichtig für die fünfte Folge. Und allgemein, man findet eigentlich immer irgendwas, was man verkaufen kann, was geil, was gut Geld bringt, so. Also. Ist schon ganz nice. Ich kann euch auch schon mal dann zeigen. Ah ne, es geht erst in der fünften Folge, ja. So eine Season geht ja eh 2 Wochen nur. Das heißt, nur reicht auch an sich. So, dann zapp ich schon mal. Was habe ich denn alles? Die Pfeile. Ganz wichtig. Ne, die brauche ich nicht safen, die habe ich ausgerüstet. Zack. Der orkische Bogen, der ist natürlich. Den noch verzaubern, wäre noch ganz geil eigentlich. Deswegen finde ich ja diese eine Axt, die ich habe. Das kann ich mal kurz nochmal zeigen. Ohne dass ich hoffentlich überziehe, aber das sieht gut aus noch. Ich habe eine Axt gefunden in der letzten Folge, die Seelen aufnimmt. Ah, Netzschleder, das ist im Dings drinne. Ich habe sogar eine Schatzkarte, verdammt. Apropos Schatz, ich weiß, wo es einen Schatz gibt. Scheiße, kann ich ihn noch holen? Ich glaube nicht. Nee, nee, das wäre zu viel. Das schaffe ich nicht mehr. Das ist doof. Kann ich aber in der nächsten Folge noch holen. Da habe ich einen Vorteil. Einen kleinen, weil ich weiß, wo noch wo ein Schatz ist. Wo man aber ein bisschen schwerer hinkommt. Warte mal, da war die doch gerade. Wo war die denn gerade, diese Scheißwaffe? Hä? Nee, nicht der Glut, die war ja, da bin ich ja schon vorbei gerade eben. Hier war doch gerade. Nee. Oh, nicht Blitzschaden. Ist ja auch scheißegal, also ich save jetzt lieber. So, zack, 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 zack. Hä, um eine Stufe aufzusteigen? Ach so, bin ich erst in dieser Folge geworden, oder? Ich glaube schon. So. Geil. Ich habe über 200 Gold allein jetzt schon gefunden wieder. Also goldtechnisch sind wir echt richtig gut dabei. Gut, dann wird jetzt meine Folge jetzt hier schon beendet sein. Das ganze Zeug hier, ey. So. Und ja, mit der Drachenfeste ist so ein Problem, ne? Ihr wisst ja Bescheid, die Drachenfeste muss man auch entdecken, wenn man jetzt verzaubern will, ne? Das heißt, das werde ich in der nächsten Folge mal machen. Und dann werde ich in Ich diesen habe Dungeon hier gehen. Und ich einige hoffe, gute ich werde Stücke, wenn ihr nichts. etwas sucht. Hä? Drachen gibt es noch mehr. Oder. Wenn ihr einen Ja, Weißlauf ich Ärger weiß. macht, Oder ich werde werde das ich euch entdecken, persönlich einen Kraker von wenn ich Drachen die fünfte testen. Folge mache. Das geht ja auch. Ja, gut. Also, bis zur nächsten Folge von Skyrim Wars in der vierten von meiner Sicht. Ciao.